Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U Edition bei mir, eurem Feuerstachel. Wir sind wieder zurück bei unserem vorzeitigen Gebäude, wo wir uns eingenistet hatten, nämlich diesem schönen Maya-Tempel. Und wollen jetzt, da ihr dafür abgestimmt habt, nicht ins Nether gehen, sondern unser eigenes, richtig schönes Zuhause bauen. Und ich habe ja von Anfang an gesagt gehabt, yo Freunde, wir sind im Urwald, da bauen wir uns ein schönes Baumhaus und das werden wir jetzt genau hier vervollständigen. Diese öde Plattform macht doch wirklich nichts her. Da habe ich mich ein bisschen erkundigt und geschaut, was kann man hier denn so aus so fetten Baumstämmen machen und bin fündig geworden. Wir bauen jetzt nämlich einfach diesen einen Strang ab. Ich habe jetzt weiteres Holzmaterial gesichtet bzw. zusammengeschappert. Welches hoffentlich dasselbe war. Nein, es ist nicht dasselbe, aber es ist fast dasselbe. Kann man schon durchgehen lassen, denke ich. Und werden diesen Baumstamm dann etwas weiter in die Breite bauen, sodass wir sozusagen in ihm nach oben gehen können. Denn ich werde in ihn dann ein paar Leiterabteile reinpflanzen, sodass wir uns dann an ihnen hochziehen können. Und es so aussieht, als ob der Baum eins wäre mit uns. Was dann richtig cool werden wird. Hoffe ich zumindest mal. Und es wird wahrscheinlich auch in echt so sein. Oh Mann, es wird einfach nur knuffig werden, so richtig cool. So richtig schön kultig und alles drum und dran, was man noch so sagen könnte. Oh Mann, einfach nur zu cool. Okay, sieht auch schon mal richtig cool aus. Dann haben wir so eine kleine Höhle und ziehen uns da dann langsam und geschmeidig nach oben. Ich schau mal, wie das dann so in der Praxis aussieht. Das Schwert brauche ich jetzt vorerst nicht. Das könnte ich dann wegpacken. 27 Leitern dürften eigentlich reichen, um mir so ein bisschen nach oben zu finden. So, hier dann nochmal hin und da. Nein, nein, da. Jawohl. Alles schön abbauen. Und dann sind wir gleich oben bei unserer provisorischen Plattform, die wir dann wahrscheinlich auch noch etwas ausbauen können. Und werden... Gehst du wo dahin? Es will nicht dahin gehen. Okay, gut. So, vorzeitig haben wir jetzt schon mal so einen kleinen, aber feinen Gang aufgebaut, den wir jetzt noch ein bisschen weiterführen werden, indem wir das hier wegkürzen. Und hier unten dann ein bisschen mehr hinklatschen. Am besten mit demselben Holz, dann sieht es nämlich noch besser aus. So gut. Jetzt muss ich hier rein theoretisch auch noch was hinpflanzen, oder? Dann haben wir so einen richtig breiten Stamm, der richtig cool sieht, aussieht und so weiter und so fort. Jupp, genauso werde ich es machen. So, am besten gleich erstmal außen anfangen. Dann können wir uns dann nachher etwas weiter nach innen hervorpflanzen. Genau. So, möglichst immer gerade nach oben, weil dann sieht es gut aus, weil ansonsten stoßen so ein, zwei Stämme zur Seite hinaus und das gefällt uns dann ja auch nicht so wirklich. So, dann. Und da oben dann noch hin. So, perfekt. Hm, wie sieht das denn jetzt bis jetzt aus? Schauen wir uns das mal von der Seite an. Okay, da fehlt einer, das ist nicht ganz so cool. Jetzt ist er aber drin. Goodie. Nee, der muss weg, der muss weg. Es muss anders hin, ansonsten sieht es nicht ganz so cool aus. Bisschen bescheiden, oder? Dann kann ich es irgendwie noch so nachkorrigieren. Jupp, jetzt passt. Wie sieht es denn jetzt bis jetzt aus? Ja, geht durch. Müssen wir jetzt noch hier hinpflanzen und danach haben wir unser provisorisches Baumhaus erstmal fertiggestellt. So, mal schauen. Dann haben wir hier unseren Eingang. Sieht er gut aus? Aber sowas von sieht da gut aus. Okay, man sieht nichts, aber jetzt sieht man's. Nice. Das sieht doch sehr, sehr spektakulär aus. Und es ist doch schon mal ein deutlich besseres Baumhaus als dieser öde Strang da drüben. Wer will denn sowas haben? Den müssen wir mal ganz schnell wieder abbauen. Niemand soll diese Schandtat jemals erblicken können. Eigentlich, wenn ich mir das nochmal so recht überlege, hätte ich jetzt eigentlich auch die Leitern von hier nehmen können und nicht extra nochmal neue craften müssen. Naja, haben wir schon gemacht. Jetzt muss man auch nicht mehr sagen, hätte, wenn und aber. Das kann man auch noch später irgendwie für was anderes verwenden, denke ich. Weil ich meine, das Baumhaus soll ja nicht bei dieser kleinen Höhe bleiben. Es soll eindrucksvoll in die Höhe schießen. Und ich denke, das werden wir auch gut und gerne hinkriegen. Da oben ist eine Werkbank, oder? Dann könnte ich mir da mal eine Schaufel craften, um das Ganze wieder abzubauen. Alles mit Ruhe und Bedacht. Und dann haben wir unser schönes Baumhaus hingeklatscht. Was heißt hingeklatscht? Schaut das euch an. Das ist einfach nur Hammer. Wenn ich jetzt hier eine Fackel hinpflanze, dann verbrennt es aber nicht, oder? Nee, das ist einfach nur gut ausgeleuchtet dann. Hoffe, es bleibt auch dabei. Ich meine, kann Holz hier eigentlich anbrennen, weil wir eine Fackel hingepflanzt haben? Wäre ziemlich bitter. Wäre echt bitter. Naja. Okay, Schaufel. Ja, Holzschaufel genügt fürs Essen. Oder sollen wir eine Eisenschaufel machen? Ja, komm, mach eine Eisenschaufel. Da geht es deutlich schneller. Ja, das war sehr schlau.
halbes Herz. Okay, ich habe gerade überlebt. Ich würde sagen, wir müssen jetzt ganz schnell wieder zurück in unser Haus und ein bisschen was zu essen schnappen. Damit wir hier nicht ganz versterben. Ja, aber das wäre nämlich nicht so wirklich cool. Darauf achten, dass wir hier ganz sanft runtergleiten und schnell ins Häuschen. Wir haben noch bestimmt irgendwas zu essen. Hi, Hundi. Ich habe dann übrigens Günther getauft und der hier heißt Olaf. Günther und Olaf, das Doppelpaar. Oh, die verstehen sich bestimmt schon richtig prächtig. Hier haben wir nämlich 6-mal rohes Schweinefleisch. Und wenn wir das ein bisschen anbraten, dann kann man daraus was richtig Cooles machen. Bitte komm, bitte komm, bitte komm, ganz schnell. Solange kann ich euch hier mal oben zeigen, was ich so gemacht habe. Ich habe nämlich so ein kleines Dachgeschoss eingebaut, wo man hier dann so ein bisschen rumtanzen kann. Hier oben gibt es ein paar Fackeln, damit man es auf jeden Fall auch aus der Ferne sieht. Und hier drüben haben wir dann die perfekte Sicht auf unser schönes Baumhaus. Schaut mal, wie hoch wir es bauen könnten. Es ist einer der höchsten Bäume hier in der Umgebung. Okay, der ist vielleicht ansatzweise genauso hoch. Aber trotzdem, der ist genauso hoch wie die ganzen anderen auch hier. Und da wird das imposante Baumhaus entstehen. Ich bin schon richtig Feuer und Flamme, was hier eigentlich auch mein Motto ist von meinem Kanal. Oh Mann, das wird so cool werden. Wie viel haben wir schon gebrannt? 3, komm, das reicht für den Anfang. Das reicht für den Anfang, damit wir nicht verhungern und unser Essen ein bisschen wieder herstellen können. Unsere Hungerleiste. Komm, schnapp sie dir doch. Ich weiß, du willst es doch auch, ne? Du willst es doch auch, komm. Gönn sie dir, mein Lieber, gönn sie dir. Ne, nicht das, sondern Essen. Ich weiß, unser Hundi will auch ein. Okay. No, jetzt liebt er mich wieder. Aber der Untere fühlt sich jetzt diskriminiert. Das darf ja nicht sein. Na, du liebst mich jetzt auch, ich weiß. Ihr zwei seid voll süß. Ihr bleibt da drin und passt auf alles auf, damit hier nichts eingebrochen wird und so, ne? Gut, haben wir das auch geklärt. Wie sollte ich das jetzt weiter ausbauen? Auf jeden Fall sollten wir vielleicht an der Seite mal ein bisschen was wegmachen, damit man ein bisschen mehr in den Eingangsbereich hineinblicken kann. Es wäre vielleicht auch ganz cool gewesen, es andersrum zu bauen, aber gut. Aus der Seite passt es bestimmt auch schon. Ich meine, aus jeder Sicht ist es irgendwie die falsche Seite. Wir können dann vielleicht auch noch an die andere Seite noch was hinpflanzen, aber erstmal bleiben wir bei diesem schönen, geschmeidigen Baumhaus. Wobei, wir können auch mal den Eingangsbereich hier ein bisschen zuklatschen. Hier vorne. Sollen wir dann einfach noch weitere Birkenhölzer hinhauen? Ich würde ja meinen, oder? Ja. 2 Blöcke brauchen wir zum Reingehen, das heißt, hier ist der erste. Goodie. Und dann haue ich mich gleich mal da drauf und baue uns weiter in die Höhe. Es ist so idyllisch, hier einfach mal ein bisschen zu entspannen und der seelenfreien Lauf zu lassen, damit sie hier ihre Freude beim Bauen haben kann. Allerdings sollte ich auch noch rausgehen können. Das heißt, hier vorne ein bisschen Platz zu lassen, wäre auch schon gar nicht so verkehrt, denke ich. Ich bin in den Blättern gefangen. Gefällt mir nicht so. Und so gehört sich's. Hier vorne lasse ich vielleicht 2 Lücken, damit ich hier Fackeln platzieren kann. Auch wenn es vielleicht unlogisch ist, dass sie inmitten von Hölzern brennen, sieht's immer noch cool aus. Okay, man merkt schon, dass es unterschiedliche Hölzer sind, aber ja gut, wir hatten gerade nicht das Passende auf Lager, ne? Jetzt können wir hier oben erstmal ein bisschen was ausbauen. Das wäre auch ganz geschmeidig. Ich meine, aber was sollen wir hier oben hinpflanzen? Hier fangen wir auf jeden Fall mit unseren normalen Hölzern an. Möglichst den Eichenbrettern, weil davon haben wir ziemlich viele. So, wieder ausfüllen. Ist, glaube ich, sogar dieselbe Farbe, oder? Täusche ich mich da? Nee, das ist dieselbe Farbe. Hier haben wir schon mal so eine Kiste, das heißt, hier können wir eigentlich damit durchstarten. Und es schießt dann bestimmt noch später etwas weiter in die Höhe. So. Also bis jetzt finde ich es hier eigentlich ganz gemütlich. Richtig schön knuffig. Vielleicht sollen wir auch noch so einen kleinen Übergang von hier zu unserem Tempel nach drüben bauen, weil das war eigentlich auch vorgesehen. Und es wäre eigentlich perfekt möglich, hier so eine kleine Brücke nach drüben zu pflanzen. Am besten, ich höre Skelette, am besten irgendwie so eine Glasbrücke, wo man dann richtig schön durchblicken kann auf den Boden der Tatsachen. Aber nee, fürs Erste reicht es hier bestimmt, wenn wir es so lassen. So, dann bauen wir doch gleich mal ein bisschen weiter nach außen. Ich würde sagen, 5? 5 zu jeder Seite. Ja, das dürfte gehen. 5 zu jeder Seite hat man genug Freiraum, um sich hier oben gut zu bewegen und auch allgemein ordentlich was zu platzieren. Dup, 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 dup. Hier, hier, hier und da drüben bitte auch nochmal ein bisschen was. Das können wir auch ohne Probleme craften, indem wir keine Werkbank benötigen. Das ist es simpler an Holz. Holz ist nämlich der Grundbaustoff, aus dem man hier alles bauen kann. So, denn ohne Holz
hätte man sich keine Sticks schaffen können. Ohne Sticks hätte man sich keine Eisenaxt bauen können, beziehungsweise Holzaxt. Und auch keine weiteren Materialien, um sich überhaupt erst in den Bund, beziehungsweise in den Boden einzuarbeiten. Weil Steine kann man nur mit einer solchen Hacke abbauen. Der hier, der Eisenspitzhacke oder der Holzhacke. So, das sind bis jetzt 1, 2, 3, 4, noch eine Reihe und dann haben wir hier genug. Und dann würde ich sagen, zu jeder Seite 5 raus. Dann haben wir schon mal so ein ganz gutes Stativ, worauf wir dann weiter aufbauen können. Na, ich weiß, Hausbau dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es ist doch auch schon was ganz Schönes dabei. So, hier haben wir erst 2. Da müssen auf jeden Fall noch 3 weitere folgen. Ich frage mich, wie das dann aussehen wird. Auf jeden Fall schon mal was ganz Besonderes. Hier einfach mal so eine riesige Plattform auf einem Baum zu sehen. Ich wette, das sieht man dann vielleicht auch so ein bisschen auf der Karte. Falls ja, wäre es cool, weil dann würde ich nicht mehr die ganze Zeit so wirrlos bzw. verwirrt und durch die Gegend latschen müssen. So, den packen wir jetzt auch noch nach unten. Dann haben wir nämlich weitere 64. Und noch eine Reihe. Ich weiß, die meisten bauen Haus auf dem Boden. Aber ich finde das Bodenhäuschen nicht ganz so geschmeidig. Ich meine, das macht jeder. Wir wollen was Spektakuläres haben. Auch wenn Baumhaus vielleicht auch nicht so unbedingt das mega Besondere ist, ist es doch ein bisschen was anderes als so ein schlichtes oder einfaches Bodenhäuschen. Wie ich es jetzt einfach mal nennen mag. Ich meine, die Villager, die hier voreinprogrammiert sind auf dieser Welt, haben ja eh nur so ein Bodenhäuschen und kein Baumhaus. Ich denke, das müssen wir jetzt unbedingt nicht nachmachen. Hallo, was machst du da unten? Du siehst mich nicht. Hey, was macht das Schaf vom Eingang? Will das in mein Haus? Kann gerne rein, aber ich hab da leider die Türen erstmal zu. Ne? Musst du ein bisschen warten, bis zum nächsten Morgen oder so. Okay. Ich hoffe, ich verhungere hier nicht während dem Bau, aber ich denke, so weit ist meine Hungerleiste auch noch nicht geleert. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, noch 3 zu dieser Seite. Da müssen wir allerdings erstmal noch ein bisschen von diesen Blättern hier uns verabschieden. Leider. Ihr kommt bestimmt irgendwann wieder. Apfel, 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 Apfel mag ich gerne. So. Oh, ich kann auch noch ein bisschen über meinen 100 Stunden, nee, nicht 100 Stunden, 100 Stunden werden übertrieben, über meinen 25-Stunden-Stream reden, der ja auch vor 2 Tagen sein Ende genommen hatte. Ich fand den wirklich richtig cool. Bloß das Problem ist, während dem Stream war ich wirklich absolut gar nicht müde, wirklich absolut gar nicht. Es ging komplett durch. Ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Aber als ich dann gesagt habe, okay, jetzt gehe ich schlafen, habe ich einfach mal 16 Stunden geschlafen. Und die meisten denken sich jetzt, da warst du ja super ausgeschlafen. Dachte ich mir auch. Bloß das Dumme war, ich war da halt irgendwie noch schlapper, als ich während dem Stream war. Ich habe keinen Plan. Wenn man so lange schläft, ist es dann irgendwie doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Bringt es mehr negative Effekte als positive Effekte? Weil ich war da echt total im Hintern, um es genau zu sagen. Ich konnte da nichts mehr machen. Ich war nicht zum Aufnehmen fähig, zu gar nichts. Ich habe da nichts auch nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe mich dann gleich wieder schlafen gelegt und nochmal 12 Stunden geschlafen, beziehungsweise 13. Was dann auch nicht wirklich der Sinn der Sache war, ne? Aber trotzdem. Danach ging es dann wieder etwas besser und jetzt nehme ich am Abend wieder was auf. Da ich mich jetzt schon wieder so ein bisschen fitter fühle. Aber das ist doch wirklich total komisch. Man schläft viel, denkt sich so, oh yeah, endlich ausgeschlafen, jetzt kann's losgehen. Aber nein, nichts da ist, kann da erst recht nicht losgehen. Dann legt sich dann wieder schlafen. So wie Teufelskreis. Ist aber wirklich so. Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass so 8 Stunden Schlaf optimal sind, dass man danach dann total fit ist? Und wenn man dann wirklich mehr als 12 Stunden schläft oder überhaupt mehr als 10 Stunden, dass man danach dann wirklich für fast gar nichts mehr zu gebrauchen ist? Weil diese Erfahrung habe ich jetzt ungefähr gemacht gehabt. Total komisch, die Welt, wie die Menschen ticken allgemein. Ist wahrscheinlich noch so ein großes Mysterium, aber irgendwer hat da bestimmt so eine halbwegs logische Antwort drauf gefunden. Falls ihr sie auch wisst, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, weil würde mich wirklich mal interessieren. Weil ich meine, je länger man schläft, desto fitter sollte man eigentlich sein, ist zumindest meine Einsicht. Aber anscheinend ist sie doch nicht ganz so wahr. So, auch wenn es mir leid tut, ihr Ranken sieht zwar schon echt schön aus, aber ihr müsst sie leider weichen, weil wir wollen hier was auf die Reihe stellen und da sind so Ranken fehl am Platz. Weil die sagen, dass es hier ganz so verwildert ist und so. Und es ist ja eigentlich nicht verwildert, weil wir hier was bauen wollen. So, ich denke, das ist jetzt eine gute Basis, wo man was hinklatschen kann. Bestens. Wie hoch sollen wir es dann bauen? Ich würde sagen, deswegen habe ich mir auch extra noch das Birkenholz dagelassen, dass wir jetzt an jede Seite so einen Strang Birkenholz hinklatschen. Ich würde sagen, 5 in die Höhe. 2, 3,
4 und 5. Yes. Ich nehme aber auch Schaden. Das ist nicht ganz so der Plan gewesen. Naja, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich krieg das echt nicht hin, den Schaden zu vermeiden. Das ist gemein. 1. Okay, hier kann ich jetzt gar nicht 5 hinklatschen. Das ist natürlich noch besser. Erstmal den Schaden komplett vermieden. 2, 3, 4, 5. So, vielleicht wenn ich mich jetzt an der Ranke runterhangeln lasse. Ja, easy Methode, um den Schaden aus dem Weg zu gehen. Und dann können wir erstmal so ein bisschen was zur Seite hochbauen. 4, 5. Und yes, gerade noch so geschafft. Das sieht doch schon gut aus. Auch wenn ich denke, 4 in der Höhe wären vielleicht etwas angemessener gewesen. Das kürze ich nochmal ein bisschen. Weg mit dir. Und wuchere nicht meine Wand ein. Geht ja mal gar nicht. Die ist noch nicht mal fertiggestellt und schon sind hier die ersten Ranken wieder drumherum. So. 1, 2, 3, 4, 5. Da weg. Jetzt würde ich sagen, können wir da mitten einfach irgendwas hinklatschen. Aber was für ein Holz? Sind wir wieder die Birkenbretter? Oder sollen wir was anderes nehmen? Ne, ich würde sagen, die Birkenbretter, da brauchen wir was Helleres. Das geht durch, wenn wir da was Helleres reinklatschen, damit es ein bisschen strahlender ist. Und verschiedene Holzfarben zu haben, hat ja auch an sich nichts wirklich Schlechtes an sich, ne? Okay, wenn ich bei 4 Blöcken nach unten jumpe, kriege ich da auch Schaden? Leider. Okay, dann baue ich erstmal 2 nach oben. Das können wir nicht auch so machen. Oh, langsam im schnellen Modus. Dass das Skelett da unten immer noch rumwuselt, das irritiert mich gerade ein bisschen. Echt. Ich will das nicht da haben, wirklich. Das irritiert mich voll. Krieg ich das auch so hin? Ja, locker krieg ich das so hin. Wutz. Und der letzte Stein der Wand. Okay, das ist der letzte Stein. So, wie sieht das bis jetzt aus? Muss ich mir mal ein bisschen ansehen. Ja gut, da kommen halt noch ein paar Löcher rein, wo ich dann die Wände reinklatsche, beziehungsweise so ein paar Scheiben zum Beispiel. Hier können wir mal so eine Viererscheibe reinklatschen, damit es halt ein bisschen mehr nach Idylle aussieht und so. So, da habe ich extra ein paar so Fensterscheiben schon vorpräpariert. Ja, ich bin vorbereitet. Denkt man mal gar nicht, aber ist halt wirklich so. So. Wie sieht das dann aus? Ja, sieht doch schon mal ganz schick aus. Auch wenn ich denke, die Höhe wäre vielleicht doch etwas übertrieben. So 3 hätten bestimmt gereicht. Aber gut, wirst eben ein großes Haus. Oder ich mache dann bei der 4. einfach die nächste Etage rein. Geht auch. Dann haben wir schon mal so einen Grundbaustein für die 4. Etage mitgelegt. Einfach mal unsere erste Wand fertig klatschen. No. Vielleicht mache ich ein bisschen Upspeeden, damit es nicht ganz so lange dauert. Aber ich denke, es geht so auch schon ganz durch. Oh, kein Holz mehr. Komm, Nachschub. Wo ist der Nachschub? Da ist der Nachschub. Wir haben ja noch ordentlich viel Holz, wirklich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass aus 64 normalen Stacks Holz so viele Bretter gemacht werden können. Aber gut, ist halt jeweils 4, ne? Das heißt, es sind wahrscheinlich insgesamt so um die 400, die man aus einem 64er rauskriegen könnte. Okay, nicht 400, aber schon so ungefähr. Um den Dreh... Sagen wir so, es sind viele. Es sind viele, da ist jeder zufrieden. Und wir haben keine falsche Aussage getroffen. Da. Und die nächste Wand sitzt. Ja, ich würde sagen, wir speeden hier ein bisschen ab. Jetzt haben wir schon mal so ein gutes Grundgerüst. Was kann man daraus jetzt so Besonderes machen? Auf jeden Fall erstmal ein paar Wände reinklatschen, beziehungsweise Fenster. Hier jetzt vielleicht noch so ein Zweier. Wie sieht die Wand insgesamt aus? Hier so ein Zweier. Ja.
Kann man nachher vielleicht noch zum Vierer ausbauen, aber ich denke, so ein kleines Zweier ist auch schon ganz cool für den Anfang. Und hier kommt die Tür rein, die uns dann nach drüben hinführt. Oder warte, nein, die kommt in die Mitte rein. Sorry Gläser, tut mir echt leid, tut mir echt mega leid. Warte, wo ist die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Abstand, 2, 2, 1, 2. Okay, irgendwie ist es ungerade. Gut, dann bauen wir eben hier die Mitte rein. Und hier kommt dann der Weg drüben hin zu unserem großen Maya-Tempel. Die ersten Schritte sind gelegt für unsere schöne Festung. Der ist ungerade, der geht weg. Und ich würde sagen, weiterbauen tun wir dann im nächsten Part. Oder ich mache noch ein paar weitere Schritte. Hier unten so ein kleines Grundgerüst, damit wir schon mal so einen kleinen Weg nach drüben gebaut hatten. Ich denke, mit Glas sieht es echt ganz chillig aus. Vielleicht können wir an der Wand dann so kleine Zäune hinklatschen. Die haben doch bestimmt auch schon so einen gewissen Style. Sieht bestimmt auch chillig aus. Und? Reicht es rüber? Es reicht rüber. Das ist cool. Das ist echt cool. Dann packe ich den aber wieder weg. Weil dann haben wir hier unseren Glasweg, der auch schon echt in diesem Paket zumindest sehr stylisch aussieht. Mit diesen Goldumrandungen praktisch. Ich wette, das sieht aber auch in einem Fantasy-Paket aus. Ja, irgendwie logisch. Das ist halt so ein Glasrahmen. Hier unten können wir dann so eine kleine Steintreppe nach oben bauen. Oder eben eine Holztreppe. Eine Holztreppe wird da bestimmt auch sicher sehr gut hinpassen. Die baue ich mal kurz. Und noch ein halbes Herz. Nicht ganz so cool. Sollte man vielleicht nicht so unbedingt viel mit scherzen. Aber ansonsten gar nicht so schlecht. So, wenn ich hier unten anfange, reicht es dann nach oben? Ja, dürfte reichen. So. Dann hier das. Da-dam. So, andere Farben haben auch Style. Macht man einfach mal so. Und dann hier noch den. Dup. Dup, dup. Und wir haben es fertig gebaut. So, das ist der Übergang zu unserem schönen Baumhaus. Das sieht doch nice aus. Das heißt, man könnte entweder von unten hier nach oben gehen oder durch unseren Maya-Tempel auf das Dachgeschoss und dann hier nach drüben gelangen. Das hat Style, das sieht gut aus. Am Rand noch so kleine Zäune hin und dann haben wir unsere erste Ebene zu unserem schönen Häuschen. Oh, so langsam nimmt das alles Form an. Und ich würde sagen, im nächsten Part bauen wir dann weiter dran. Freut euch drauf, ich tu's und haut rein und ciao, euer Feuerstachel. See you. She got me like.